Wollen wir irgendwas regeln oder was? So Leute, ich heiße euch mal wieder willkommen zu einem neuen Erziehungsblog von mir. Und zwar gab es vorgestern, ihr werdet das ja einen Tag später erst sehen. Vorgestern gab es eine kleine Aktion von mir und zwar hatte ich einen Facebook-Post gepostet. Was meint ihr, wofür ich dieses Jahr spenden sollte? Für krebskranke Kinder oder für den alles und jeden mit Hurensohn beleidigenden Berliner Altgangster-Rapper Sprüher Mock, der immer auf voll harten Gangster gemacht hat und jetzt nicht mal 1000 Euro hat, um sich einen Anwalt zu leisten. Like für krebskranke Kinder. Jedes gefällt mir waren 10 Cent. Ich hatte später in einem weiteren Kommentar noch hingeschrieben, dass ab 2000 Likes es nur noch 5 Cent sind, die ich dann quasi spenden würde. Machen wir jetzt aber eine gerade Summe. Ich habe jetzt hier 3678 Likes bekommen. Ich spende einfach 350 Euro und ich denke mal, dass das schon ausgeglichen ist. Und ich habe mich die ganze Zeit auch gefragt, wofür ich das spenden sollte, also für welchen Verein. Ich war am Grübeln, ich habe ein paar Sachen nachgeschaut. Ich war mir noch ein bisschen unschlüssig gestern, aber dann habe ich meinen guten Freund Cashmo. Der mal kurz ins Bild gerollt kommt. Genau, ich komme mal ins Bild gerollt. Derjenige hat mir dann eine Sache vorgeschlagen, denn er hat mit ein paar Leuten zusammengearbeitet gehabt, schon vorher. Die haben, was war das nochmal genau, Cash? Der Cash erzählt euch das mal genau. Genau, also die meisten Leute kennen das vielleicht noch von meiner Seite. Ich arbeite mit den Jungs, also mit den Leuten von der Hacienda zusammen, mit dem Linus aus Aachen. Der hat auch letztes Jahr einen Bambi gewonnen in Kategorie Stille Helden, weil der hat so ein Camp gegründet, wie man hier auch auf der Internetseite sehen kann. Kannst du mal rüberschwenken. Der Linus scheint ein Rocker zu sein, sehe ich gerade. Genau, das gefällt mir gut, da jeder weiß, dass ich früher auch mal Rocker war. Genau. Und auf jeden Fall haben die momentan eine Aktion, also der kümmert sich halt so gesehen um krebskranke Kinder und behinderte Kinder. Wenn die in Aachen im Klinikum behandelt werden, können die halt immer da nächtigen, halt da so lange wohnen zum Beispiel. Die haben dann so einen riesen Park gebaut, so auf jeden Fall so ein Kinderparadies. Und jetzt momentan haben die eine Aktion, das heißt Traummobil, um für Kinder, die vielleicht nicht mehr so lange zu leben haben, ist eine schlimme Sache halt, aber die wollen halt so einen Wohnwagen wollen die halt umbauen zu so einem Traummobil, also das Projekt heißt Traummobil, damit die nochmal ans Meer fahren können oder in den Bergen oder sonst was, und dafür werden halt gerade momentan überall Spenden gesammelt, sind auch schon viele gesammelt, und ich denke mal, das ist eigentlich eine gute Sache, dass der Toni das dann auch an die Hacienda dafür das Traummobil spendet. Also es geht darum natürlich um Kinder, die halt krebskrank sind oder Behinderungen aufweisen oder irgendetwas haben. Also sind Kinder, die halt nicht mehr lange leben werden. Und ich denke mal, das ist eine sehr gute Sache, denen da quasi ihre verbleibende Zeit noch so schön wie möglich zu machen auf Erden. Und wir werden jetzt 350 Euro an die Hacienda Arche Noah spenden. Wo ist sie nochmal genau? In Aachen? In Aachen, ja. In Aachen ist sie, ne? Und wie gesagt, ich weiß auf jeden Fall definitiv, wo das Geld hingeht, und da kommt nichts verloren. Genau, das war mir auch sehr wichtig, dass ich mein Geld nicht irgendwelchen Leuten gebe, wo dann, keine Ahnung, irgendjemand die Hälfte für Flutopfer wo war das jetzt noch? Das ist in den Philippinen, ja, spendet, aber die andere Hälfte in die Tasche rein. Für den Mercedes zu tanken halt. Ja, ne? Oder nochmal schön Party machen gehen hier mit den Jungs, ne? Noch mit zwei Flaschen auf den Tisch stellen, wisst ihr Bescheid, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Wie der Toni mal macht, so, ne? Mit dem Auge, ne? Ja. Müsst ihr euch mal merken, ne? Wisst ihr Bescheid. So, und jetzt könnt ihr mal kurz gucken, ich habe ja Hacienda Arche Noah, ich komme mal ein bisschen näher nochmal. Ich habe jetzt hier schon mal was vorbereitet vorhin, ich hoffe, dass das jetzt nicht abbricht, weil das jetzt schon seit 5 Minuten so steht. Hacienda Arche Noah, 350 Euro von mir, ihr seht ja alles hier, die Adresse ist nicht so wichtig, aber ihr seht hier Toni, bla bla bla. Lastschriftverfahren von meinem Konto, 350 Euro gehen rüber, ich drücke auf Spenden. So, hoffentlich geht das jetzt rüber und ich muss nicht nochmal alle Daten eintreiben. Ihre Bestätigungsnummer lautet, Sie erhalten kürzer als eine, Ihre Spende per E-Mail, hier können Sie Ihre Spendenbeleg drucken. Ja, gut, den Druckerbeleg werden wir dann gleich nochmal ausdrucken. Ja, 350 Euro sind gespendet, ich hoffe, die Kinder können damit was anfangen. Eher gesagt, der Linus, dass er denen irgendwas Cooles macht. Bei Gelegenheit, wenn wir in der Nähe sind, kommen wir auch nochmal vorbei und machen bestimmt was Cooles mit den Kids noch. Und das war das Erste, was wir gemacht haben. Also wie ihr seht, ich halte auf jeden Fall mein Wort. Das war kein Spaß. Und jeder Idiot, der denkt, ich möchte irgendwie Promo machen auf dem Rücken von krebskranken Kindern oder von irgendwelchen Leuten, geht euch einfach aufhängen, ihr Vollidioten. Das ist einfach nur... Ihr solltet euch mal genau mal anschauen, was mit diesen Menschen passiert. Ich werde das jetzt hier nicht groß und breit ausschmücken. Hört euch einfach mein nächstes Lied an, das rauskommt. Das kann ich euch garantieren. Und ich mache jetzt noch eine zweite Aktion in dieser ganzen Sache drin. Ich werde einen Vorbestellungslink rausbringen. Ich glaube, der kommt in 2-3 Tagen raus. Von meinem kommenden Lied, Toni featuring Jonesmann, Letzter Kampf. Und jede MP3, die ich im Vorfeld vorm Album, natürlich nur als MP3-Single verkaufe, von diesem
von diesem Track, das ganze Geld, was ich davon nehme, das spende ich auch nochmal. Okay? Bombensache. So, wir haben dann natürlich jetzt noch eine zweite Sache gehabt. Also normalerweise müsste ich sagen, ja komm, scheiß drauf, also der gute Herr Mock, den kennt ihr ja alle. MOK heißt ja Musik oder Knast. Ne? Knast hat er ja jetzt. Ne? Was könnte man noch sagen? Ja, ich habe mir überlegt, wir könnten den Mock jetzt seinen Namen ja umtaufen, weil mit der Musik hat es ja nicht geklappt und mit dem Knast läuft es ja anscheinend auch nicht so gut. Da haben wir uns einfach überlegt, nennen wir den Mock ab heute einfach Mockos. Musik oder Knast oder Spende. Also ich denke, das passt auf jeden Fall momentan sehr gut. Mockos. Also Mockos, wir freuen uns, wenn du wieder draußen bist. Und ich und Duni haben uns sowas Superes überlegt. Okay, wir haben uns was überlegt. Ich habe mir gedacht, was hat dieser Mensch gemacht? Er hat, ich kenne ihn eigentlich nur von Aktionen, wo er alle Leute um sich rum mit Hurensohn beleidigt. Hurensohn der, Hurensohn da, Hurensohn dort. Für einen, wie alt ist der, 42? Irgendwie sowas, ja, ne? Oder 63, irgendwie sowas. Irgendwie sowas, ja. Ja, sagen wir mal, 42 ist der gute Mock. Als 42-jähriger Mann. Alle 5 Sekunden alle Leute als Hurensohn zu bezeichnen, ist natürlich ein bisschen erbärmlich. Aber ich habe mir gedacht, Mock, weißt du was, ist ja Weihnachten bald. Auch wenn du natürlich kein Christ bist, also eigentlich gibt es Weihnachten nicht für dich. Aber wir sind ja nicht irgendwelche Bastarde oder so. Da haben wir uns gedacht, komm Alter, machen wir den Weihnachtspäckchen fertig. Ja, damit du es vielleicht auch ein bisschen besser hast im Knast. Weil, so wie wir es gesehen haben, 1000 Euro... Anwalt könntest du nicht mal aufbringen, das bedeutet, dass auch wahrscheinlich deine Familie dir 1000 Euro nicht gibt. Eigentlich ist das schon ein bisschen beschämend. Also eher für dich scheiße, weißt du, was ich meine? Weil normalerweise auch vor allem bei euch Türken hält die Familie halt richtig zusammen und da gibt es eigentlich selten Leute, die irgendwie nach Geld betteln müssen. Anscheinend ist das hier der Fall. Und wir haben uns dann überlegt, dir doch wenigstens eine kleine Freude zu gönnen, auch wenn wir dir natürlich die 1000 Euro nicht geben können. Weil ich, bevor ich dir 1000 Euro gebe, spende ich 2000 Euro auf jeden Fall für irgendwelche anderen Dinge, selbst für Flutopfer oder was weiß ich. Und ja, wir haben uns dann mal irgendwas zusammengedacht. Ne, Cash? Was machen wir jetzt? Wir machen dir ein Weihnachtspäckchen fertig. Wir machen ein Weihnachtspäckchen fertig. Und, für den guten Mock. Weil wir haben uns überlegt, so, das ist ja auch, wenn man in der Fußgängerzone sieht, man ja auch schon mal öfters einen Penner an der Ecke liegen, der dann halt um Geld bettelt. Wir kennen das ja, wir schmeißen da ein bisschen Geld rein. Der bettelt natürlich für Essen eigentlich. Also er braucht Geld für Essen, aber geht sich eigentlich nur einen Flachmann kaufen. Naja, und das wollen wir ja nicht. Genau, wollen wir ja nicht, dass der Jute Mox sich einen Flachmann holen geht oder sonstiges und wollen natürlich dann noch sinnvolle Sachen spenden, womit er dann mehr anfangen okay, kann. Okay, der Cashmo ist jetzt erstmal zuständig nur für die Grundnahrung. Damit es ja auch gut geht, damit du auch was zu essen hast im Knast, ne? Das ist das Wichtigste. Was hast du damit? Du warst ja selber auch mal im Knast. Ich war ja selber auch schon mal im Knast, kenne mich halt aus und weiß halt, was der gute Mann da benötigt. Und die Leute, die meinen Knastblog damals gesehen haben, den gibt es ja auch noch online, die wissen ja Bescheid. Da habe ich mir überlegt, werde ich mir erstmal die Zutaten für eine leckere Knastmahlzeit erstmal spendieren. Da haben wir einmal ein Paketchen Nudeln, das kannst du dann schön mit dem Wasserkocher warm machen und erhitzen. Kennst du das ja mit der Milchbombe, ne? Milch raus, da drin die Nudeln machen, tauch sie da rein. Dazu brauchen wir natürlich eine Zwiebel, da haben wir eine, ne? Kostet im Knast halt auch ein paar Euro. Ganz wichtig, Knoblauchzehe, ne? Bitteschön. Du musst auch rein, damit auch alle immer fernbleiben von dir, damit da nichts, nicht irgendwas im Waschraum passiert. Ja, genau. Weißt, ne? Also wenn du die auf jeden Fall verzehrt hast, wird dir nichts mehr passieren. Ne? Tomatenmark, ne? Ja, und natürlich hier den guten Fisch, den halt auch brauchst. Da kannst du hier auf jeden Fall was Leckeres draus zaubern. Dann packe ich jetzt schon mal das erste Geschenk für dich. Also ich sag auch hier, die Kombination miteinander, das ist auf jeden Fall garantiert, dass da nicht irgendwelche Übergriffe passieren können. Also das hier ist die Garantie, dass keine Übergriffe passieren. Ja, aber dann in der Mischung. Zwiebeln und noch hier ein bisschen, das stinkt. So sieht's aus. Tauchsieder habe ich jetzt leider keine, aber du kannst ja meinen Knastblock angucken. Da zeige ich, wie man hier einen Tauchsieder aus dem Kabel nachbaut. Wo soll er ihn denn rangucken? Wo? Ja, ich weiß nicht, vielleicht hat er ja Connection. Also ich packe schon mal alles hier ins Päckchen. Vielleicht hat ja jemand ein iPhone eingeschmuggelt oder so. Vielleicht geht ja mittlerweile. Viele Jungs, ich habe letztens mit Kollegen telefoniert, die gerade im Knast drin sind. Also anscheinend ist das heutzutage einfach, da was einzuschmuggeln. Also guten Appetit, Kamerad. Dann war jetzt erstmal da und ich bin jetzt natürlich für, wie soll ich hier sagen, wenn du reinkommst, du hast ja mehrere Suchtprobleme, soweit wir das wissen. Also du bist ja Meister im Beschmieren von Wänden mit 42, das ist natürlich auch irgendwo ein Suchtproblem, denke ich mal, wenn man das immer noch macht. Da man damit nervt, andererseits kiffst du anscheinend schon seit 25 Jahren. Ne? Ich sage euch allen Kindern, Drogen ist scheiße. Weg davon, keine Drogen. Aber wenn der schon 25 Jahre kifft, dann sollte man dem das jetzt nicht wegnehmen, weil dann geht der Deckel ganz oben hier kaputt. Weißt du, was ich meine? Also auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, als allererstes, damit es dir auch besser geht und du nicht so, wie soll ich sagen, Heimweh haben wirst nach deinen schönen Zügen und Wänden, die du bemalst. Vor allen Dingen, damit sie auch deine Zelle ein bisschen verschönern kannst. Damit halt nicht so trist da drin ist, habe ich halt schön 600er Molotow-Burner geholt. Ne? Ist das, ist denn hier drauf? Oh,
Eine Fatcap fehlt, aber die tue ich dir im Nachhinein noch rein, bevor wir das Ding abschicken. Das wird besser sein. Also Molotov Burner Chrome, wer sich auskennt unter den Writern, ne, das ist schön für Outlines und für Chrommalereien oder was weiß ich, wie das heißt. Und das hast du jetzt auf jeden Fall schon mal von mir, damit du nicht ganz so einsam in der Zelle drin bist. Was haben wir denn noch? Ja, Weed und so kann ich dir leider nicht reinschicken, weil das werden wir natürlich direkt kontrollieren, das ist ja natürlich Quatsch. Aber ich habe mir gedacht, du hast ja bestimmt Connections da drin, ne? Da kommst du, im Knast kommt man ja natürlich auch an Drogen ran. Ne? Das sollte ja so eigentlich möglich sein. Da habe ich mir gedacht, weißt du was, tue ich dir mal einen 20 rein. Hier habt ihr einen 20 von mir, für den guten Mock. Und zwar 20 Euro für Weed. Und auch wenn du kein Christ bist, wünsche ich dir trotzdem frohe Weihnachten. Siehst du, das Bäumchen habe ich auch selber gemalt. Also ein 20 für Weed. Das sollte gehen, da solltest du wenigstens 0,5 im Knast für kriegen und so, damit du wenigstens, ne, dich... Ja, 0,5 wird ein bisschen schwer, aber damit, kriegst du auf jeden Fall schon. Damit du wenigstens an Weihnachten, ne, einmal inhalieren kannst, damit es besser wird. Ja, dazu habe ich natürlich dir noch geliefert, weil das wirst du ja natürlich nicht kriegen. Jupen OCBs, Slim, die müssen auch dabei sein, im Weihnachtspäckchen. Und wenn die nicht ankommen, dann drehst du halt einfach mit Klopapier, das läuft auch. Geht auch. Und wir haben hier noch zwei Filter reingetan, so High-Class-Filter, ne. Wie ist das mit den Kiffers? Ich kenne mir da nicht zu Hause, du? Ich kann dir da auch keine Informationen aber geben. Aber wir haben gehört, dass das hoch im Kurs ist. Hoch im Kurs, also dann kommt auch noch mit rein zwei Stück. Also von dem 0,5er kannst du zwei 0,25er drehen. Tust du schön viel Tabak drauf, dann werden vielleicht auch drei raus. Mhm. Ja, und zu guter Letzt, ne, damit hätte ich auch noch ein bisschen hier, früher war das ja immer so die Kiffer, Ferris MC und Sammy und so weiter, die haben immer hier, ne, geraucht und dann musst du ja immer dazu ein Becks da, das war immer das Ingetränk damals von allen Leuten. Und da du ja sagst, du bist oldschool und kommst ja aus einer älteren Zeit, ne, so werden wir das wissen, tun wir dir noch ein Becks mit rein. Ja, also damit, ich hoffe, das kriegen wir an den Wärtern vorbei, ne, kennst ja meine Connections da. Lecker kühles Blondes, ne. Genau, du weißt, da tun wir auch noch mit rein. So, wir haben dann auch alles schon adressiert, wie ihr seht. Cash, kannst du mir noch mal kurz helfen, das Ding zu verpacken? Ja, klar. Das machen wir doch gerne für den alten Mock. Ne? Na klar. Wir meinen das natürlich auch ernst, wir schicken das Päckchen auch wirklich ab. Ob es ankommt, wissen wir jetzt nicht, aber ich hoffe doch, dass zumindest ein Teil davon ankommt. Und wir hier wenigstens eine kleine Freude damit gemacht haben. Warte, Leute, das ist jetzt ein bisschen... machen wir einfach doch die Mocke, das läuft schon. Ja, Abschnitt. Zack. Zack, jetzt nochmal quer, oder was? Ja, klar, auf jeden Fall. Nochmal quer. So. Zack, nochmal quer einmal drüber. Damit da auch keiner dran auf die Idee kommt, damit der Wärter da noch ein bisschen schwerer hat, ne? Wenn sie vorher reingucken, dass sie sich vielleicht denken, okay, das ist zu krass verpackt, wie ihr seht. Ne? Wunderbar. Dann kann sie vielleicht sagen, komm, scheiß drauf, da ist eh nichts drin, da tun wir rein. Genau, jetzt auch der Ding hier drauf. Ne? Warte, jetzt gucken wir nochmal, wo es adressiert ist, falls ihr seht. Einen guten Tag an Büchner, JVA Moabit. Alt Moabit 10559 Berlin. In Deutschland, adressiert von Tuni. Adresse interessiert euch nicht, 4000 Erziehungshausen. Falls was ist, dann müsst ihr, ne, das wieder zurückschicken. Die Adresse habt ihr jetzt auch, falls ihr auch noch ein Päckchen spenden wollt, dann wisst ihr ja wohin. Könnt ihr dem auch noch ein bisschen was zuschicken. Wir fordern euch auch auf, generell, wenn ihr was habt, dass ihr das dem guten, wenn ihr was überhabt, schickt ihr dem Mock rüber, ob der jetzt da Klamotten oder Geld oder irgendetwas. Vielleicht, ich sag euch ganz ehrlich, vielleicht kriegt ihr ein paar Euros zusammen, vielleicht kommt der ja schnell wieder raus, um seine erfolgreiche Rap-Karriere weiter fortzusetzen. Ja, so viel von uns. Päckchen ist Ready Cash, ne? Ist mal ein High Five hier, wie früher. So wie früher, ne? Ja. Und wir sind draußen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Erziehungsblock 4 folgt bestimmt bald. Und wen müssen wir dort bearbeiten? Ich habe nämlich gehört, heute kamen nämlich ein paar neue Sachen raus vom Leader of the Holzkopf Gang. Wer ist der Leader der Holzkopfbande? Also ja, der liebe Herr Saad, der heute den Morgan Freeman für tot erklärt hat per Facebook. Der Nelson, Morgan Freeman die ganzen, wie heißt es nochmal, den ganzen Fame von Nelson Mandela überschrieben hatte. Ja. Naja, man sollte auch vielleicht manchmal dran denken, erstmal sich vorher zu erkundigen, wer das ist, und anstatt heuchlerische Posts zu machen und dann versuchen dadurch irgendwie ein paar Likes zu bekommen und so. Ne? Dann sollte man schon den richtigen Menschen posten. Ne? Genau, so ist das. Nicht wie Paris Hilton, ne? Und dann darunter schreiben, I have a dream, weil er den mal kurz für Martin Luther King gehalten hat. Gott, gibt so dämliche Menschen auf der Welt. Ja gut, das war der Erziehungsblock. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Peace out. Und mir und Cashmo. Haut da rein. Yeah.